Licht ist eine außerordentlich vielseitige Angelegenheit. Licht kann hell oder dunkel sein, warm oder kalt, kann farbig sein, kann weiß sein, kann mal harte Schatten werfen oder mal weiche Schatten werfen, je nachdem, um was für eine Lichtquelle es sich handelt. Und dabei ist Licht oder Beleuchtung auch abhängig von unserer Wahrnehmung. Das heißt, unsere Augen stellen sich auf die Helligkeit ein und so können wir die gleiche Lichtquelle je nach Situation ganz unterschiedlich wahrnehmen sodass eine Kerze im Sonnenschein kaum wahrnehmbar ist und umgekehrt kann in einem dunklen Raum die Kerze diesen ganzen Raum erhellen. Und da Licht und Lichtgestaltung so komplexe Themen sind, gibt es auch einen eigenen Berufszweig, der sich nur mit Lichtgestaltung beschäftigt. Und wenn man sich mal den Abspann von einem Kinofilm anschaut, dann sieht man ja auch häufig, dass es da ganze Abteilungen von Beleuchtern gibt, die nichts anderes machen, als das Licht im Film zu setzen. Und wenn Lichtgestaltung im wirklichen Leben schon so schwierig ist, dann wird das im 3D Bereich natürlich nicht einfacher. Kleiner Vorteil ist, wir müssen keine schweren Scheinwerfer durch die Gegend schleppen. Und genau dieser Realismus ist es auch, der im 3D Bereich die größte Herausforderung für die Beleuchtung darstellt, denn Licht im wirklichen Leben verhält sich anders als die Lichtquellen, die wir hier in Blender zur Verfügung haben. Nun ist die Berechnung von diesen Lichtquellen auch abhängig von dem verwendeten Renderer, von der sogenannten Render Engine. Und die Render Engine, also die Render Maschine, die hier im Blender verwendet wird, das ist der sogenannte eingebaute Internal Blender Renderer. Und das Problem bei dem Blender Renderer ist es, der kann nur direktes Licht berechnen. Denn in der Realität ist es ja so, dass wenn ich hier mal eine Oberfläche erzeuge, wenn hier eine Beleuchtung stattfindet, also wenn hier eine Lampe wäre und ich rendere das mal, dann wäre es im wirklichen Leben also so, dass hier ein Lichtstrahl ausgesandt wird und dieser Lichtstrahl trifft auf eine Oberfläche, wird von dieser Oberfläche zurückgeworfen, trifft dann vielleicht auf eine andere Oberfläche, kann diese Oberfläche immer noch beleuchten, wenn auch etwas schwächer, aber es würde auch von dieser Oberfläche wiederum zurückgeworfen werden, dann zum Beispiel diesen Schattenbereich beleuchten und so weiter. Und ich versuche das mal zu visualisieren, indem ich den Grease Pencil von Blender verwende. Den Fettstift. Und den finden Sie hier in der Toolbar im Image Editor. Den gibt es auch im 3D Viewport. Da wäre er dann auf der anderen Seite. Aber hier im Image Editor möchte ich jetzt mal hier diesen Grease Pencil benutzen. Und zwar kann ich das tun, indem ich D wie Draw gedrückt halte. Und kann jetzt, solange ich D drücke, hier etwas auf meinen Bildschirm draufmalen. Und zeichne jetzt mal ein, wie hier ein Lichtstrahl sich bewegen würde. Also dieser Lichtstrahl wird von der Lampe ausgesandt, trifft dann hier auf eine Oberfläche und würde diese Oberfläche hier jetzt aufhellen. Und damit man das besser sieht, werde ich mal die Farbe verändern. Also hier so einen gelben Lichtstrahl. Und in Blender ist es eben so, dass dieser Lichtstrahl, der hier von dieser Lichtquelle ausgesandt wird, der trifft auf die Oberfläche, beleuchtet diese und hört dann auf. In der Realität ist es aber so, dass Licht von einer Oberfläche wieder zurückgeworfen wird. Das ist ja auch der Grund, warum wir Licht überhaupt sehen können. Wir sehen ja nicht äh, automatisch eine Oberfläche. Wir sehen ja nur das Licht, was von der Oberfläche zurückgeworfen wird und in unsere Augen trifft. Deswegen sehen wir das. Und in der Realität wäre es eben so, dass Licht auf eine Oberfläche trifft, wird von dieser Oberfläche dann zurückgeworfen. Und zwar nicht nur in eine Richtung, sondern je nach Oberfläche in ganz viele Richtungen. Und diese Lichtstrahlen, die treffen dann auf ihrem Weg zum Beispiel auf eine weitere Oberfläche, können dann auch diese Oberfläche beleuchten, wenn auch etwas schwächer, aber werden wiederum von dieser Oberfläche genauso wie hier zurückgeworfen und treffen dann wiederum auf eine andere Oberfläche, können dann auch hier zum Beispiel diesen Schatten beleuchten und so weiter. Und dieser Lichtstrahl, der verliert natürlich an Energie. Aber die Lichtstrahlen nehmen also ganz weite Strecken und werden immer weiter zurückgeworfen. Und ähm, das nennt man dann die sogenannte indirekte Beleuchtung. Also nicht nur das direkte Licht würde hier verwendet werden, sondern auch das indirekte Licht, was von den Oberflächen zurückgeworfen wird. Und genau das haben wir im Blender eben nicht zur Verfügung. Zumindest nicht mit der eingebauten Render Engine. Nun gibt es noch andere Render-Engines, die genau das berechnen können, und die nennt man dann die Global Illumination Renderer, also die globale Beleuchtung oder auch indirektes Licht. Und eine von diesen Render Engines ist eine, die im Moment noch in Entwicklung ist, und das ist Cycles. Und da wird es später auf der DVD noch ein eigenes Kapitel zu geben. Aber nur so viel dieser Cycles Renderer, der könnte genau diese Lichtpfade berechnen. Und hier kann man dann mit einer einzigen Lichtquelle eine ganze Szene beleuchten. So, und da man das mit der standardmäßig verwendeten Render Engine Blender nicht kann, muss man hier also ganz schön viel arbeiten, bis man überhaupt eine realistische Lichtsituation erschaffen kann. Aber vielleicht bleiben wir erstmal bei dem Ergebnis, was wir hier jetzt sehen. Was wir hier haben, ist also einmal das direkte Licht, was also diesen ganzen Bereich beleuchtet. Dann haben wir eine Fläche von diesem Würfel, der jegliches Licht fehlt und dann haben wir noch eine andere schwarze Fläche und das ist der Schatten. Denn diese Lampe hier, die wirft einen Schatten und verwendet für diesen Schattenwurf auch eine Technik, die sich Raytracing nennt, also die Strahlenverfolgung. Wenn man das jetzt mal dreht, dann würde das also so funktionieren. Von dieser Lichtquelle aus werden Strahlen ausgesandt und sobald diese Strahlen auf eine Oberfläche treffen, dann wird zwar diese Oberfläche auch erhellt, aber wenn ein Schatten berechnet wird, dann wird auch das hier mit eingerechnet. Das heißt, Blender schaut, wo ist hier eine Oberfläche und berechnet dann, wie diese Oberfläche bei der dahinterliegenden Fläche das Licht verdecken würde. Und dafür verwendet man eben dieses Raytracing. Doch bevor wir uns weiter mit Raytracing Shadows und realistischen Beleuchtungssetups befassen, möchte ich mal kurz einen Blick auf die grundlegenden Lampeneinstellungen werfen. Und die Einstellungen für die Lampen, die finden Sie hier im Properties Editor und zwar bei der Object Data von den Lampen. Sie sehen, sobald Sie hier eine Lampe ausgewählt haben, dann gibt es hier statt diesem Mesh-Symbol, wie wir das bei einem Objekt haben, gibt es dann bei der Object Data für die Lampe, hier dieses kleine Lampensymbol. Und hier können Sie jetzt die ganzen Einstellungen für Ihre Lampen vornehmen. Wir haben hier eine kleine Vorschau, wie sich das Licht im Raum verteilen würde. Denn es gibt nicht nur diese Punktlampen, sondern es gibt hier auch noch vier weitere Arten von Lampen. Zu so einmal die Sonne, dann ein Spot, ein Hemilight und ein Area Light. Was diese Lampentypen noch machen, dazu kommen wir gleich. Vorher noch kurz die grundlegendste Eigenschaft. Das ist einmal die Farbe von der Lampe und die Energie. Also wenn ich jetzt die Farbe verändere und zum Beispiel hieraus eine gelbe Lampe mache, die dann ein etwas wärmeres Licht wirft und das jetzt mal rendere mit F12, dann sieht man jetzt also hier, wie das Ganze etwas gelb wird. Und jetzt lösche ich mal diesen Grease Pencil von vorhin noch. Kann man machen, indem man hier diese Ebene einfach raus, X, also Delete Layer und Escape um aus diesem Vorschau-Modus wieder rauszukommen. Und das andere, was man hier ändern kann, ist die Energy. Und wenn ich die Energy auf Null stelle, dann ist klar, was passiert. Man sieht gar nichts, denn jetzt ist hier keine Lichtenergie mehr. Und so kann man hier mit dieser Energy Zahl festlegen, wie hell diese Lampe die Szene beleuchtet. Und genau wie Mesh-Objekte kann man diese Lampen natürlich auch duplizieren. Also kann ich jetzt hier diese Lampe nehmen und mit Shift D duplizieren. Hier auf die andere Seite setzen. Und wenn ich das jetzt mal rendere, dann haben wir jetzt hier einen Schatten, der aus beiden Richtungen kommt. Und das Ganze ist natürlich sehr viel heller. Und obwohl jetzt das eine relativ simple Berechnung ist, kann man schon mit zwei Lampen die Szene deutlich interessanter gestalten, und zwar indem man einmal ein warmes Licht verwendet und ein kälteres Licht. Das ist also eine ganz typische Beleuchtungssituation, dass man eine Lichtquelle hat, die ein wärmeres Licht abgibt und eine, die etwas kühleres Licht erzeugt. Und kühleres Licht heißt, das Licht ist etwas bläulicher. Und Sie sehen schon, hier haben wir jetzt eine Beleuchtung, die deutlich interessanter ist. Und da Lichtquellen in der Regel auch unterschiedlich hell leuchten, könnte man auch diese blaue Lampe etwas dunkler machen. Also zum Beispiel nur 0,5. Umgekehrt dafür dann diese Lampe etwas heller, vielleicht noch etwas wärmer. So zum Beispiel. Und so kann man hier schon eine ganze Menge gestalten. Man kann natürlich beliebig viele Lampen erzeugen, indem ich die hier dupliziere und hier zum Beispiel nochmal die Farbe ändere. Jetzt vielleicht mal ein rötlicheres Licht. Und hier kann man also eine ganze Menge gestalten. So im Falle von dieser Punktlampe, diese Point Lamp, die also wie eine Glühbirne ihr Licht in alle Richtungen wirft, da gibt es verschiedene Arten, wie das Licht sich im Raum verteilt. Und zwar, wenn Sie mal hier schauen, hier steht gerade Fall-off inverse square, Distance 30. Und was heißt das? Das heißt, die Lichtintensität, die nimmt ab, und zwar mit einem bestimmten fall off, mit einem Abfall kann man es ja wohl kaum übersetzen, also mit einer bestimmten Art der Lichtabnahme, nämlich inverse square, und das ist eine Formel, und das kann man sich noch mal etwas genauer angucken, wenn ich mal diese anderen Lampen lösche. Und ich setze sie jetzt mal hier auf den Fußboden. Guck mal durch die Kamera. Setze die Kamera mal hier hin. Also so. Und hier sieht man jetzt, wie das Licht immer weiter abnimmt. Und sehr schnell geht das Licht hier also gegen Null. Also hier hinten ist es jetzt ganz schwarz. Und das liegt an diesem bestimmten Falloff. Und dieser Falloff, den man hier auch verstellen kann, der folgt nun auch der realistischen Lichtabnahme, wie es also in Wirklichkeit auch abnimmt. Man kann es auch umstellen, zum Beispiel auf konstant. Und Sie sehen vielleicht, dass es hier hinten jetzt deutlich heller ist als vorher. Und um jetzt diese verschiedenen Arten des Falloffs besser vergleichen zu können, möchte ich jetzt nicht über dieses Bild drüber rendern sozusagen, sondern einen neuen Zwischenspeicher Slot öffnen. Und diese Render Slots, die finden Sie hier im Menü von dem Image Editor bei Render Result. Jetzt gehe ich mal zu Slot 2, also wie ein Fach, in das man reinrendert. Das ist jetzt noch leer und ich ändere jetzt mal diesen Falloff zu inverse square. Drücke nochmal F12 und jetzt wird zum Rendern dieser Slot verwendet. Und jetzt kann ich diese Bilder auch wunderbar vergleichen, indem ich zwischen Slot 2 und Slot 1 hin und her wechsle. Geht also wieder zu Slot 1. Und hier sehen Sie jetzt, dass bei dem konstanten Falloff es hier hinten deutlich heller ist als bei dem Inverse Square. Und diesen Falloff, den kann man nicht nur in seiner Art verändern, man kann auch einstellen, wie weit eine Lampe leuchtet, nämlich hier mit dieser Distance. Und wenn diese Lampe jetzt nach diesem Inverse Square Fall off zum Beispiel nur eine Blendereinheit weit leuchtet, und ich jetzt mal rendere, dann ist es natürlich sehr viel dunkler. Aber vielleicht sehen Sie hier, dass es weiter leuchtet als eine Blendereinheit. Und das liegt daran, dass dieser Falloff in der Standardeinstellung so eingestellt ist, dass je nachdem, wie man das hier einstellt, die Distanz sich so verhält, dass, wie der Tooltip sagt, die Lichtintensität bei einer Blendeeinheit nur noch die Hälfte ist von der ursprünglichen. Das ist vielleicht etwas verwirrend. Man kann das aber auch so einstellen, dass die Lampe wirklich nur eine Blendeeinheit weit leuchtet. Und das kann man hier mit dieser Checkbox Sphere machen. Und Sphere, die würde dann das so einstellen, dass die Lampe wirklich nur eine Blendeeinheit weit leuchtet, sodass also bei einer Blendeeinheit 1, hier an, das ist also hier eine Blendeeinheit, dass es hier dann ganz dunkel ist. Und als kleine Hilfe gibt es dann, wenn man Sphere einstellt, diesen Kreis, der hier angezeigt wird, sodass ich jetzt genau sehen kann, bis wohin scheint die Lampe. Zum Beispiel so dürfte jetzt die Hälfte von dem Würfel im Schatten liegen, genau. Und wenn ich dieses Häkchen wieder rausnehme, dann wäre das jetzt so eingestellt, dass bei 3,6 Blendereinheiten die Lichtintensität nur noch die Hälfte ist von der ursprünglichen. Und durch diesen Fall-Off wird diese Lampe jetzt sehr viel weiter scheinen. Also bis hier hinten wird das Ganze jetzt noch beleuchtet. Dann eine weitere Eigenschaft von dieser Lampe ist der Schatten, den sie wirft. Und die Schatteneinstellungen, die finden Sie hier weiter unten. Also ich scrolle mal etwas runter. Und jetzt gibt es hier ein Panel namens Shadow. Und hier kann man erstmal einstellen, ob die Lampe überhaupt einen Schatten wirft. Und ich kann das mal auf No Shadow stellen. Und wenn ich jetzt rendere, dann ist sie hier hinten zwar immer noch dunkel, aber dieser Würfel wirft auch keinen Schatten mehr. Und wenn ich Ray Shadow einstelle, dann habe ich eben diesen Schatten. Und auch noch ein paar andere Einstellungen, die ich hier vornehmen kann. Zum Beispiel eine Sache, die bei diesem Schatten, den wir hier sehen, etwas unrealistisch ist, ist, dass dieser Schatten so scharf ist. Und da man das jetzt etwas schwer sehen kann, möchte ich mal die Lampe wieder bewegen. Und zwar hier rüber und auch die Distanz erhöhen, damit es weiter leuchtet und auch heller ist. stehe ich es mal auf 10. Mal gucken, wie das aussieht. Gut, kann noch heller sein. Also wieder zu 30. So, jetzt haben wir hier eine schöne helle Lampe mit einem sehr scharfen Schatten. Und ich mache mal hier dieses Eigenschaftenfenster wieder weg mit N. Drücke 1, um hier die volle Größe von meinem Renderergebnis zu sehen. Und kann jetzt hier also noch deutlicher sehen, wie scharf dieser Schatten hier ist. Und das ist eine relativ unrealistische Eigenschaft. Also ein Schatten ist in der Regel scharf direkt beim Objekt. Und je weiter weg das Objekt also das Objekt hier, von der Oberfläche ist, auf die der Schatten fällt, desto unschärfer würde dieser Schatten werden. Und das liegt daran, dass wir im Moment nur ein sogenanntes Sample verwenden, und das heißt konkret, es wird nur ein Strahl ausgesandt, ein Ray, der hier verfolgt wird und mit dessen Hilfe dieser Schatten berechnet wird, aber in der Realität würde die Lampe ja viele Lichtstrahlen aussenden, und wenn diese vielen Lichtstrahlen jetzt aus unterschiedlichen Richtungen auf diese Kante treffen, dann würde der Schatten auch nicht nur eine Linie sein, sondern wäre so etwas unscharf. Da hier mit verschiedenen Strahlen verschiedene Samples berechnet werden. Also in der Realität werden natürlich nicht berechnet, aber so kann man sich das vielleicht vorstellen. Und äh, ich lösche mal wieder diesen Grease Pencil. Und das kann man hier eben einstellen, wenn ich die Samples erhöhe. Also wenn ich jetzt die Sample-Anzahl zum Beispiel auf 6 stelle und nochmal rendere, dann sieht man, wie ich jetzt hier einen unscharfen Schatten habe. Und das sieht sehr viel realistischer aus. Das Problem hier ist allerdings noch, in diesem Bereich ist der Schatten sehr grisselig. Also ist etwas unsauber berechnet. Und das liegt eben daran, dass ich noch nicht genügend Samples habe. Und wenn ich diese Sample-Anzahl erhöhe, zum Beispiel auf 11, dann kriege ich hier einen sehr sauberen Schatten und die Renderzeit wird aber auch höher. Und das ist also ein kleiner Nachteil von diesem Raytracing und insbesondere von diesen höheren Sample-Anzahlen. Es rendert einfach länger. Und wenn ich jetzt nicht nur eine Lampe habe, sondern zum Beispiel zwei, dann müsste sich die Renderzeit jetzt hier auch verdoppeln. Und tatsächlich, vorher hatten wir hier gesehen, war die Renderzeit bei ca. 2,5 Sekunden und jetzt sind wir schon bei fast 5 Sekunden. Und das liegt eben daran, dass wir jetzt eine relativ hohe Qualitätseinstellung haben für diese Samples. Also hier muss man immer so ein bisschen aufpassen. Also eine Sampleanzahl von 32, die wäre natürlich das Maximum an Qualität, rendert aber auch ewig. So, ich brech das mal ab mit Escape. Und lösche diese Lampe. In der Praxis setzen Sie diese Punktlampen immer dann am besten ein, wenn Sie zum Beispiel eine Glühbirne erzeugen wollen. Also eine Lampe, die in alle Richtungen scheint und auch in alle Richtungen Schatten wirft. Um das zu verdeutlichen, lösche ich mal diesen Würfel. Und drücke Umschalt C, damit der Cursor hier in der Mitte sitzt. Und erzeuge jetzt einen Zylinder. Drücke GZ1, S, Shift, Z, Punkt 1, bewege den hier rüber, dann Shift, D, dann Y, so, um hier so ein paar von diesen Zylindern zu erzeugen. Und wenn ich jetzt die Lampe mal hier drüben positioniere und die Zylinder verdopple nochmal, so. Dann können Sie hier so also schön sehen, wie das Licht in alle Richtungen scheint und daher auch die Schatten in alle Richtungen fallen. Das ist also ganz typisch für die Punktlampe, dass sie in alle Richtungen scheint. Und die anderen Lichtarten, die anderen Lampenarten, die wir hier haben, das sind also gerichtete Lampen, die haben eine bestimmte Richtung. Und das bringt mich auch zu der zweiten Art von Lampe, nämlich die Sonne. Und im Blender kann man, wie gesagt, jede Lampenart jederzeit umstellen, so dass ich jetzt aus dieser Punktlampe eine Sonne machen kann. Vorher setze ich allerdings die Energy wieder auf 1 und die Farbe wieder auf neutral. So, nochmal kurz rendern. Jawohl. So, jetzt stelle ich diese Lampe um von Punktlampe auf Sunlamp. Und diese Sonne hat, wie Sie sehen können, einen Vektor, also eine Richtungsangabe. Und diese Richtungsangabe, die zeigt Ihnen jetzt an, aus welcher Richtung die Sonne scheint, beziehungsweise in welche Richtung. Also die Sonne scheint jetzt von hier oben hier rüber. Wenn ich das jetzt rendere, dann können Sie zwei Dinge feststellen. Das eine ist, dass die Schatten jetzt alle parallel sind. Und das andere ist, wir haben keinen Falloff mehr. Ist auch ganz klar, die Sonne ist dermaßen hell, dass es also keinen Fall off mehr gibt. Also die Sonne ist überall immer gleich hell. Und auch die Strahlen von der Sonne, die sind parallel. Jetzt ist natürlich die Sonne im Grunde die Punktlampe schlechthin. Also sitzt wie eine Kugel im Universum und scheint in alle Richtungen. Aber da die Sonne so weit weg ist, erscheinen bei uns die Sonnenstrahlen hier auf der Erde parallel. Und genau das ist hier im Blender auch der Fall. Und was Sie auch sehen können ist, dadurch, dass ich hier vorher bei der Punktlampe die Samples erhöht hatte, auf 11, haben wir jetzt auch hier diesen weichen Schatten. Und je weiter der Schatten entfernt ist von dem schattenwerfenden Objekt, desto weicher wird er. Und das kann ich zum Beispiel erzeugen, indem ich den Winkel der Sonne ändere. Also wenn ich jetzt hier die Sonne ausgewählt habe, dann kann ich den Winkel der Sonne ändern, indem ich R drücke und die Sonne rotiere. Und wenn ich das jetzt rendere, dann sind die Schatten jetzt hier also viel, viel länger. Insgesamt wird die Szene auch etwas dunkler und hier am Ende habe ich jetzt diese schönen weichen, ausgefransten Schatten. Verhält sich also tatsächlich wie eine Sonne. Dann gibt es noch eine Besonderheit bei der Sonne, nämlich ich kann hier Sky and Atmosphere einstellen. Das hat zwar keine Auswirkung auf die Beleuchtung, aber wenn ich hier das Häkchen setze bei Sky, dann sehen Sie, dass hier jetzt der schöne Himmelshintergrund entsteht. Und auch wenn sich das jetzt nicht auf meine Beleuchtung auswirkt, im Hintergrund habe ich jetzt hier diesen Himmel. Das kann ich vielleicht etwas besser zeigen, wenn ich mal durch die Kamera gucke, die Kamera auswähle, RXX drücke, also so, und dann mit GZ die Kamera etwas nach unten bewege. Wenn ich das nochmal rendere, dann hat man hier jetzt also im Hintergrund diesen Himmel. Sehr schön. So, dann als nächstes, wenn ich nochmal die Sonne auswähle, dann haben wir hier den Spot. Ein Spotlight kennen wir auch, das ist also dieser Kegel und dieses Spotlight ist also auch ein gerichtetes Licht. Da ist also, wenn ich jetzt von hier aus rendere, dann fällt das Licht also nur von diesem Punkt aus in diesem Kegel auf die Szene. Das heißt, alles andere bleibt dunkel. Und um jetzt mit diesem Spotlight meine gesamte Szene zu beleuchten, müsste ich den jetzt nehmen und hier nach hinten bewegen, sodass also alles, was beleuchtet sein soll, innerhalb von diesem Kegel liegt. Also so. Und man kann auch sehen, dass der Spot eben auch diesen Fall auf hat. Das heißt, je näher der Spot an dem beleuchteten Objekt, desto heller. Also wenn ich hier diesen Spot nehme und weiter an meine Szene heranbringe, dann wird das Ganze also auch heller. Und auch hier ist es so, wenn ich diesen Spot drehe, ähnlich wie bei der Sonne vorhin, dann hat man hier jetzt auch diese weichen Schatten. Allerdings sind die nicht parallel, sondern gehen also aus, aus der Richtung von diesem Spotlight und auch hier hat man diesen Falloff. Und genauso wie bei der Punktlampe kann ich auch hier den Falloff einstellen. Das heißt, ich kann die Distanz verringern, zum Beispiel, dass der Spot nur 10 Meter weit scheint, beziehungsweise im Moment ist es ja so, dass bei 10 Metern, beziehungsweise bei 10 Blendereinheiten, ist die Lichtenergie nur noch halb so stark wie am Anfang. Das kann ich aber auch ändern, indem ich hier das Häkchen bei Sphere setze. Dass jetzt bei 10 Blendeinheiten es ganz dunkel ist. Und da mein Spotlight relativ weit entfernt ist, ist jetzt also alles dunkel. Und ich müsste das jetzt also wieder in der Distanz etwas weiter einstellen, sodass also jetzt bis gerade mal hierhin dieses Licht scheint. Beim Spotlight gibt es noch ein paar Besonderheiten. Da ist zum einen die Form von diesem Spot. Also wenn ich diesen Spot mal etwas verändere und drehe, so in die Szene reinleuchten lasse, dann sieht man also hier diesen Bereich, wo Licht ist, und dann hat man hier diesen Bereich, wo kein Licht mehr ist. Und diesen Bereich, den kann ich auch einstellen. Also zum einen kann man die Größe oder die Breite vor dem Spot steuern, und zwar kann man das tun, indem man hier unten bei Spot Shape die Größe einstellt, also im Moment sind das 75 Grad. Und das kann ich auch kleiner machen, indem ich hier diese Größe kleiner mache. Habe jetzt hier also eine viel kleinere beleuchtete Fläche. Und das andere ist, man kann auch einstellen, wie dieser Bereich zwischen Beleuchtung und keiner Beleuchtung aussieht. Das heißt, ich kann hier mit diesem Blendwert die Blende zwischen dunkel und hell verändern. Also wenn ich jetzt hier diesen Blendwert größer mache und nochmal rendere, dann ist das also jetzt sehr viel weicher. Und diesen Blendwert, den kann man sich auch im Viewport anschauen. Hier ist nämlich dieser innere Kreis. Und dieser innere Kreis, der steht eben für diesen Blendwert. Und wenn diese Blende auf 0 ist, dann habe ich also eine ganz scharfe Kante. Und wenn der Blendwert auf 1 steht, dann ist das natürlich eine ganz weiche Kante hier. Dann kann man sich auch als extra Option noch anzeigen lassen, wo hell ist und wo dunkel ist. Also mit Show Cone, also den Kegel von dem Spot kann man sich hier anschauen, wo überhaupt der Spot etwas hell macht. Allerdings natürlich nicht im Wireframe Draw Mode, sondern das nur im Solid Viewport Shading. Also hier habe ich jetzt eine wunderbare Vorschau, wo mein Spot überhaupt das Licht hinwirft. Allerdings ohne, dass ich jetzt einen Schatten im Viewport sehen würde. Das ist eine Besonderheit von diesen Raytrace Shadows, denn Raytracing funktioniert im Viewport nicht. Also man wird sich niemals gerätraced Shadows im Viewport anzeigen lassen können. Zumindest nicht mit hier diesem Blender Renderer. Dieser Spot hat noch eine weitere Besonderheit, denn es gibt hier noch diese Einstellung Halo. Halo ist dieser Effekt, den man bei einem Spot hat, der auf einer Bühne ist. Und wenn da etwas Staub in der Luft ist, dann hat man hier eben diesen Effekt von diesem Halo, also wie so ein Kegel in diesem Spot. Wenn ich hier die Intensität runterregle, dann sieht das etwas besser aus. Also hier hat man sowieso so ein, als wenn hier so Staub in der Luft wäre. Das ist also dieser Halo-Effekt. Diese Größe und diesen Blendwert, den kann man auch im Viewport einstellen. Wiederum gibt es hier das Specials-Menü W. Also hier kann ich sowohl die Energy als auch die Falloff-Distanz einstellen, aber eben auch die Größe. Und den Blendwert. Eine weitere Besonderheit von den Spotlights ist, dass man sie von Ray Shadow umschalten kann auf Buffer Shadow. Und Buffer Shadow verwenden eine andere Art der Schattenerzeugung. Hier ist es kein Ray Tracing, sondern es wird eigentlich fast wie so ein kleines Hilfsbild erzeugt aus Sicht der Lampe. Und dieses Bild sagt Blender dann, wo ein Schatten hingehört und wo nicht. Also so kann man sich das vielleicht vorstellen. Und der Vorteil ist von diesen Buffer Shadows, sie sind sehr viel schneller zu berechnen. Und Sie sehen hier, wir haben hier eine Renderzeit von unter einer Sekunde. Während mit Ray Shadows haben wir eine Renderzeit von. Ja, vier Sekunden. Also ganz deutlicher Unterschied. Allerdings sieht man auch, dass die Ray Shadows um einiges besser aussehen. Aber. Beide haben halt ihre Vorteile, die Ray-Shadows sehen besser aus, brauchen aber länger zu berechnen und Buffer-Shadows sind halt sehr schnell zu berechnen und können auch bei anderen Sachen noch ganz praktisch sein. Zum Beispiel kann man sie auch in der eingebauten Game Engine verwenden. Also die Buffer-Shadows sind die einzigen Schatten, die man auch hier im Viewport anzeigen lassen kann. Ich zeige Ihnen das mal kurz. Wenn ich hier zu Texture gehe, dann sieht man erstmal gar kein Licht mehr. Aber wenn man jetzt das hier ausklappt und hier unten bei Display das Shading von Multitexture auf GLSL umschalte, dann sehen Sie jetzt hier direkt im Viewport die Schatten. Und sogar wenn ich jetzt die Lampe bewege, dann sehen Sie jetzt auch, wie hier die Schatten sich mit verändern. Also das ist einer der großen Vorteile von diesen Buffer Shadows. Man kann sie im Viewport anzeigen und deswegen in der eingebauten Game Engine mitverwenden. Wichtigste Einstellung für die Buffer Shadows ist hier die Größe. Also 512 ist dabei das kleinste. Und je höher diese Zahl, desto besser ist die Qualität. Also zum Beispiel 2880. Da würden Sie eine viel bessere Qualität von diesen Schatten bekommen. Was auch hilft, ist hier einen Filter zu verwenden. Zum Beispiel den Gauss-Filter mit drei Buffers. Aber wie man das einstellt, das ist auch eine Wissenschaft für sich. Deswegen will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Und stelle das jetzt wieder um auf Ray Shadow. Dann die nächste Art Lampe ist das Hemi Light. Hemi Light wie Hemisphere, also eine Hemisphäre. Und dieses Hemi Light, das kann gar keine Schatten werfen und kann dazu verwendet werden, um die Szene einfach global hell zu machen. Das Besondere bei diesem Hemi ist, sich das mal anschauen, auch hier ist es also wurscht, wo dieses Hemilight ist, also ob es oben oder unten ist. Auch hier, das ist ganz ähnlich wie bei der Sonne. Hier ist es nur wichtig, aus welcher Richtung dieses Hemilight scheint. Und wenn ich jetzt mal die Rotation lösche mit Alt R, scheint dieses Hemilight jetzt also von oben nach unten. Und es wird also alles hell. Und die Besonderheit dabei ist, dass dieses hemi wie gesagt, wie aus einer Hemisphäre hier aus, wie aus einer Halbkugel herausscheint, so dass also alles, was von oben ist, hell wird. Auch von der Seite kommen hier Lichtstrahlen und machen die Objekte hell, nur von unten wird keine Helligkeit erzeugt. Sodass wenn ich jetzt hier eine Kugel erzeuge, eine UV-Sphäre, setze die mal so in die Mitte mit Smooth Shading, dann sieht man also hier hier oben ist die Kugel schön hell und nur nach unten hin nimmt die Helligkeit ab schaue mir das jetzt mal direkt von unten an also ich gucke durch die Kamera wähle die Kamera aus GZ hier nach unten zu mich zu bewegen RXX und RZ und rendere das jetzt und Sie sehen also hier direkt unten ist die Kugel dunkel und das Hemilight ist also insofern eine sehr schöne Methode, um erstmal die Szene grundsätzlich zu erhellen. Und die gerichteten Lichtstrahlen, die dann vielleicht einen Schatten werfen, also die Hauptlampen, sag ich mal, wie zum Beispiel ein Spot, den könnte jetzt noch extra da hinzugefügt werden. Und die letzte Art Lampe, das ist das Area Light. Das Area Light kann einen erstmal zur Verzweiflung treiben, denn wenn ich hier jetzt auf Area Light gehe und das einfach so rendere, dann ist das also viel zu hell. Also das ist dermaßen extrem, dass man versucht ist, dieses Area Light sofort wieder abzuschalten, aber wenn man dieses Area Light richtig einstellt, dann kann man damit tolle Effekte erzielen. Und auch bei diesem Area Light ist es ganz wichtig, dass man eine gute Balance findet zwischen Distanz, Energie und Gamma. Gamma hierbei ist ganz ähnlich wie der Fall-off, ist eben nur eine andere Methode, wie das berechnet wird und auch wie es bezeichnet ist, tut aber im Grunde etwas ganz Ähnliches. So, und wenn ich hier mal die Distanz anschaue, dann ist es also so eingestellt, dass die Lampe hier jetzt bis zu 18 Metern noch fast die volle Energie hat, beziehungsweise bei 18 Metern ist es noch die Hälfte. Aber das heißt, dass in diesem ganzen Bereich das also extrem hell ist. Und wenn ich zum Beispiel die Distanz verringere auf zum Beispiel zwei Blendeeinheiten, dann reicht diese Linie zwar nicht bis zu dem Objekt, aber man hat jetzt hier einen sehr schönen Effekt. Also es ist ein schön ausbalanciertes Licht mit schönen weichen Schatten. Vielleicht sollte ich das mal etwas drehen. Das ist ja hier die Richtung. So, dass es also von hier drüben scheint. Und ich will das mal aus Richtung der Kamera scheinen lassen, bewege das also hier hin. Und drehe das auch so, dass es also in diese Richtung scheint. Drücke nochmal F12. Und hier hat wir jetzt also diesen schönen Effekt. Ein sehr weiches Licht, das auch sehr weiche Schatten wirft. Um diese Schatten jetzt besser sehen zu können, will ich es vielleicht doch nochmal ein klein wenig mehr rotieren. Und hier ist es jetzt nicht nur wichtig, wie die Rotation ist, wie bei Hemilight und Sonne, sondern hier ist auch wichtig, wo das Licht sich befindet. Also wenn hier dieses Area Light hier unten wäre, dann würde ich gar nichts sehen, denn das Licht kommt tatsächlich nur aus diesem Viereck. Ist also wie so ein Light Panel, wie man es auch im Laden kaufen kann für Fotografen. Also ein breites, diffuses Licht. Und ich bewege das jetzt mal hier rüber, damit die Schatten mehr in diese Richtung fallen. Und auch hier sieht man, je näher das Area Light an dem Objekt ist, desto heller wird dieses Objekt. Und ich bewege das mal noch etwas näher hier ran. Nämlich so. Und hier sieht man jetzt, dass direkt da, wo dieses Area Light ist, ist es wirklich extrem hell. Und wir haben hier auch eine sehr harte Kante. Nämlich das ist genau der Bereich, der hinter dem Area Light liegt. Der wird dann nicht mehr erhellt. Und genau, also so kann man dieses Area Light einstellen. Dann eine weitere Eigenschaft von diesem Area Light ist, dass man die Größe einstellen kann. Also ganz unten gibt es hier die Area Shape. Und wenn ich die Area Shape jetzt mal auf 5 einstelle, dann habe ich jetzt hier also eine sehr große Platte, nenne ich es mal, eine sehr große Fläche, aus der das Licht jetzt hier kommt. Und dieses Area Light funktioniert nun so, dass die Energie, die wird verteilt über die Distanz und über die Größe. Das heißt, wenn ich hier eine Energie von 1 habe, dann nimmt scheinbar die Energie ab. Wenn ich jetzt die Größe noch auf 10 stelle, dann wird das hier erstmal dunkler. Liegt aber daran, dass sich diese Energie von 1 verteilt sich jetzt über die gesamte Fläche von diesem Area Light. Das heißt, wenn ich das Area Light ganz klein mache, 0,1, dann verteilt sich die ganze Energie auf einem Fleck und deswegen ist hier jetzt so ein sehr sehr heller Lichtpunkt. Und Sie sehen aber auch, dass je kleiner das Area Light ist, desto härter werden die Schatten hier. Das heißt, wenn ich das auf 0,01 stelle, dann habe ich hier fast so harte Schatten wie ganz am Anfang mit unserem Punkt Licht. Und je größer diese Größe ist, desto weicher werden die Schatten und desto weicher wird auch das Licht. Noch eine weitere Besonderheit bei diesem Area Light oder generell beim Raytracing ist leider etwas unpraktisch auch, denn dieses Raytracing, das kümmert sich nicht um dieses Smooth Shading. Das heißt, obwohl ich hier für diese Kugel Smooth Shading aktiviert habe, sieht man die Facetten hier und deswegen muss man für alle diese Objekte jetzt diesen Subsurf Modifier verwenden, damit diese Facetten nicht mehr sichtbar sind. Das ist ein kleiner Nachteil bei diesem Raytracing. Aber der Vorteil ist eben, man kriegt ein sehr schönes, weiches Licht und weiche Schatten. Und im nächsten werden wir dann auch lernen, wie man diese Schatten und diese verschiedenen Lichtquellen einsetzt, um eine Szene sinnvoll und ansprechend zu beleuchten. Neben den fünf verschiedenen Lampenarten im Blender gibt es noch eine weitere Lichtquelle und das ist das sogenannte Umgebungslicht. Und dieses Umgebungslicht, das finden Sie auch nicht hier in den Lampeneinstellungen. Dieses Umgebungslicht, das ist eine Eigenschaft der Welt im Blender. Deswegen findet man dieses Umgebungslicht oder auch Environment Light hier in den World, also in den Welteinstellungen. Und so wie es auch für die Lampen eine Vorschau gibt, gibt es auch hier bei der Welt so ein Vorschaufenster. Und wenn man mal etwas weiter runter scrollt, dann gibt es hier die Einstellung. Environment Lighting, also Umgebungslicht. Bis jetzt besteht diese Szene nur aus diesen Meshes und einer Sonne. Und wenn ich das mal rendere, dann sehen Sie, dass hier dieses Licht von hier hinten kommt und hier sehr dunkle Schatten wirft. Bzw. diese Schatten sind nicht nur dunkel, die sind einfach nur schwarz. Und überall da, wo kein Licht hinkommt, also unterhalb von diesem Vorsprung, da ist es auch pechschwarz. Und sowas würde eben in der Realität nie passieren, denn wie eingangs schon erwähnt, die Lichtstrahlen von der Sonne, die ja extrem hell sind, die würden hier von diesem auch ebenfalls sehr hellen Fußboden reflektiert werden und dadurch dann als indirektes Licht auch unter diesem Vorsprung diese Faces beleuchten. Jetzt kann man natürlich eine zweite Lampe verwenden, um das zu simulieren. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, add Lamp und dann Hemi dieses Hemilight, dieses hemisphärische Licht, das könnte jetzt die Aufhellung vornehmen und habe jetzt hier also eine Szene, die etwas anders aussieht, aber auch hier ist es so, dass obwohl die Fläche hier schon etwas heller ist, direkt hier unter diesem Vorsprung ist es immer noch schwarz und das Ganze sieht also auch extrem unrealistisch aus. Und auch wenn man dieses Hemilight natürlich noch dunkler machen kann, also wenn man die Energie auf 0,1 setzt, dann sieht es immer noch unrealistisch aus. Und deswegen würde ich in diesem Fall nicht dieses Hemilight verwenden und stattdessen das sogenannte Umgebungslicht. Denn das Umgebungslicht ist genau für diese Fälle gedacht. Denn was hier passiert, und ich mache mal diese Checkbox an, wenn ich das jetzt rendere, dann ist auf einmal alles schön hell. Und obwohl es hier etwas grisselig ist, ist die Art, wie das Licht hier fließt, sehr natürlich. Und wir haben hier auch schöne kleine Abschattungen unter diesen Objekten. Und es ist also nicht so schrecklich eintönig und einförmig, wie das eben noch der Fall war. Und dieses Umgebungslicht, das versucht genau diese indirekte Beleuchtung zu simulieren. Also man hätte jetzt hier Lichtstrahlen, die auf die Oberflächen auftreffen, von hier aus reflektiert werden und so nach und nach durch die Szene gehen. Und je exponierter diese Flächen stehen, desto einfacher sind die auch zu erreichen. Und deswegen hat man jetzt hier unter diesem Objekt diesen Schatten, denn indirektes Licht würde hier nicht so leicht hinkommen. Nun, die Berechnung von indirektem Licht, die haben wir so nicht in Blender, zumindest nicht in dem internen Renderer. Und deswegen verwendet Environment Lighting einen Trick. Ich mache es nochmal wieder weg. Denn beim Environment Lighting werden jetzt nicht die Strahlen berechnet, die von der Sonne ausgehen und auf den Boden auftreffen und durch die Gegend fliegen. Nein, beim Environment Lighting, da wird... Zwar auch mittels Raytracing, aber eben nicht ausgehend von einer Lampe. Beim Environment Lighting wird geschaut, wie nah Objekte einander sind. Und je näher sich bestimmte Flächen sind, desto weniger Licht erhalten die. Sodass jetzt hier ich auch die Sonne ausschalten könnte. Ich stelle mir diese Energie auf Null. Und obwohl ich hier jetzt keine Lichtquelle mehr habe, kann ich trotzdem noch etwas sehen. Und das liegt daran, dass Blender einfach überall da die Objekte aufhält, wo sie frei liegen. Und bei dieser Rendering-Methode, dem sogenannten Ambient Occlusion, da wird eben mittels Raytracing geschaut, wie nah sich die Objekte sind und wenn sich hier zwei Faces sehr nahe sind und gegeneinander verdecken, dann wird hier so ein Schatten erzeugt. Und jetzt hatte ich schon diesen Begriff Ambient Occlusion verwendet, den haben wir hier auch als Checkbox, denn wenn ich Environment Lighting einmal ausschalte und stattdessen das Häkchen bei Ambient Occlusion setze, und das jetzt rendere, passiert genau das Gleiche. So was hat es damit auf sich? So, diese Methode, dass ein Schatten erzeugt wird, beziehungsweise ein Licht nur da gesetzt wird, wo die Flächen freiliegen und nicht verdeckt werden von anderen Flächen. Diese Methode kann man sich eben auch zunutze machen, um Schatten zu erzeugen statt Licht. Und im Moment ist hier Ampion Occlusion auf Add gesetzt, also hinzufügen. Und was hier hinzugefügt wird, ist Licht ist also eigentlich doppelt gemoppelt. Die Methode ist die gleiche wie beim Environment Lighting, allerdings kann man hier bei Ambient Occlusion die Einstellung auch auf Multiply setzen. Also ich kann hier mal draufklicken und habe jetzt hier zur Auswahl einen anderen Blendmodus, nämlich Multiply. Und wenn ich jetzt mal rendere, dann ist auf einmal wieder alles schwarz, denn jetzt wird kein Licht hinzugefügt, jetzt wird Schatten hinzugefügt. Doch da ich die Sonne vorher ja auf 0 gesetzt hatte, sieht man jetzt gerade nichts. Also ich gehe mal wieder zur Sonne, setze die Energy auf 1. Und wenn ich das jetzt rendere, dann habe ich zwei Sachen. Ich habe einmal das Sonnenlicht, ich habe die Schatten vom Sonnenlicht und ich habe gleichzeitig auch noch den sogenannten Kontaktschatten. Also ich habe überall da, wo sich die Flächen nah sind, da habe ich so eine leichte Abschattung. Also auch hier und überall da, wo diese Pfeiler den Boden berühren, gibt es so einen kleinen Schatten. Ich weiß nicht, ob Sie das in diesem Video sehen können. Und das Gute dabei ist, man kann diese Ambient Occlusion, also diese Verdeckung, die kann man jetzt kombinieren mit dem Environment Lighting. So dass wenn ich mein Umgebungslicht nicht so hell haben will, wie ich das eben noch hatte, dann kann ich hier jetzt die Energy auf zum Beispiel auf 0,1 setzen. Und was jetzt passiert ist, man hat zwar noch diese Aufhellung, wie wir sie vorher auch hatten, aber gleichzeitig werden noch die Schatten hier reingesetzt von der Ambient Occlusion. Zum Vergleich mache ich die Ambient Occlusion nochmal aus, rendere das nochmal. Und vielleicht kann man das besser sehen, wenn man das mit den Slots vergleicht. Also wir haben jetzt hier einen Rendering mit nur Environment Lighting, ohne Ambient Occlusion. Jetzt gehe ich mal in Slot 1. Und rendere hier mit Ambient Occlusion und Multiply. Und man sieht jetzt, dass es etwas dunkler ist. Denn zusätzlich zu diesem schwachen Licht, was durch dieses bisschen Environment Lighting erzeugt wird, wird hier nochmal extra mit diesem Multiply, wird die Ambient Occlusion nochmal dunkler gemacht. Also ohne und mit. Nun kann man diese Ambient Occlusion noch steuern. Und zwar kann man einstellen, wie weit dieser Effekt geht. Man kann zum Beispiel einstellen, ob sich Flächen noch gegenseitig beeinflussen, die so weit voneinander sind wie die beiden hier. Oder ob nur Flächen sich gegenseitig beeinflussen, die so nah sind wie diese beiden hier. Und das kann man hier unten mit der Gather Method, also mit der Sammelmethode. Und hier bei Attenuation, da steht jetzt eine Distanz wiederum. Und diese Distanz zeigt mir, dass Faces, die zehn Blendeeinheiten voneinander entfernt sind, sich immer noch gegenseitig beeinflussen. Und wenn ich jetzt die Distanz mal auf eins stelle und das jetzt nochmal rendere, dann hat man hier jetzt auch nicht mehr diesen großen dunklen Fleck, sondern das Ganze sieht jetzt schon etwas realistischer aus. Also nur noch hier, wo Objekte wirklich nah beieinander sind, da hat man jetzt diesen Kontaktschatten und das hilft natürlich, das Ganze etwas realistischer zu gestalten. Auch hier hat man wieder die Samples, also je mehr Samples, desto besser ist die Qualität. Im Moment werden fünf Samples verwendet. Das ist für die Vorschau wunderbar. Aber um jetzt die Qualität zu verbessern, würde ich jetzt die Samples auf 9 stellen. Es rendert etwas länger, aber dafür habe ich jetzt auch hier schöne weiche Kontaktschatten. Um das zu beschleunigen, kann man noch die Art des Samplings verändern, und zwar von Constant QMC, quasi Monte Carlo Rendering heißt das, auf Adaptive. Und Adaptive heißt, der Renderer schaut nach, ob es irgendwo schon komplett dunkel ist. Und wenn er eine komplett dunkle, abgeschattete Fläche findet, dann wird da nicht mehr gesampelt. Das heißt, er verschwendet da keine Rechenkraft, sondern überspringt das. Und das ist also eine Methode, wie man diese Ambient Occlusion etwas beschleunigen kann. Also eine gute Standardeinstellung ist eigentlich, denke ich mal, die Distanz von 1, Adaptive QMC und 9. Das ist in der Regel eine ganz gute Qualität. Ein bisschen grisselt hier noch, deswegen kann man das vielleicht auf 11 stellen. Dauert natürlich länger, wird aber auch besser aussehen. So, als letzten Trick möchte ich hier noch eine Sache zeigen, denn man kann hier beim Environment Lighting noch etwas einstellen, nämlich von White auf Sky Color. Und diese Sky Color, die ist auch eine Eigenschaft von der Welt und das kann man hier einstellen. Und Im Moment ist das ja eine graue Fläche, genauso wie hier unser Welthintergrund. Und jetzt kann ich aber eine Horizontfarbe vergeben, nämlich statt diesem dunklen grau könnte ich hier auch ein gelb verwenden, also ganz so wie ein Himmelshintergrund am Horizont ist. Und ich könnte auch, wenn ich hier Blend Sky, also Sky überblenden einschalte, dann kann ich noch eine Zenitfarbe vergeben. Also wenn ich hier die Zenitfarbe auch auf hell und dann auf blau stelle, dann wird, werden diese beiden Farben jetzt verwendet, wenn ich bei Environment Lighting Sky Color einschalte. Wenn ich das jetzt rendere, dann sieht man das einmal hier diesen Himmelshintergrund und man sieht auch, dass der Boden jetzt leicht bläulich ist. Also von oben scheint es hier jetzt blau zu scheinen und hier unten, das wird jetzt etwas gelblich dargestellt. Also es ist jetzt so, als ob das Licht hier auf einen gelblichen Boden trifft und jetzt dadurch gelbliches Licht reflektiert wird. Ich versuche das mal etwas zu intensivieren, um das zu verdeutlichen. Also das ist etwas extrem, aber hier sieht man jetzt eigentlich einen ganz schönen Effekt. Also von oben kommt jetzt hier wie so das blaue Umgebungslicht vom Himmel und von unten wird aber wärmeres Licht abgestrahlt, denn das kalte Licht vom Himmel wird dann durch die Reflektion vom Boden als warmes Licht zurückgestrahlt. Und wenn einem diese Kontaktschatten hier zu intensiv sind, dann kann man einfach die Ampion Occlusion etwas runterregeln und jetzt ist das Ganze also viel subtiler. Und mit dieser Methode der Ambient Occlusion und des Environment Lighting kombiniert mit schönen weichen Schatten kann man also auch wunderbare Beleuchtungsszenarien im Blender erstellen. Und das will ich jetzt in der letzten Lektion von diesem Kapitel mal machen und unser Wohnzimmer beleuchten. In dieser Lektion möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie dieses Wohnzimmer beleuchten können. Wir hatten ja vorhin diesen Raum modelliert, ich habe den jetzt noch etwas modifiziert. Das heißt, ich habe ihn in der Größe etwas angepasst, sodass er jetzt hier diese Dimension hat, also dreieinhalb Meter hoch. Und ich habe hier einige unserer Möbel reingestellt. Also zum einen habe ich hier den Tisch, den wir anfangs gebaut hatten, allerdings auch mit dem Mirror-Modifier. Sie sehen auch hier im Outliner, dass alle diese Objekte hier einen Modifier verwenden. Wenn ich mal rübergehe, dann sehen Sie, also hier, das ist der Mirror-Modifier für den Tisch. Dann haben wir hier unser Sofa und unser Sessel. Auch beide mit Mirror Modifier sowie dem Subsurf Modifier. Dann habe ich hier noch zwei Bretter eingebaut. Zwei so Regalbretter hier, die in dieser Ecke hängen. Und dann hier das Regal, was wir vorhin gebaut hatten. Das habe ich auch etwas modifiziert. Also habe hier ein Brett rausgenommen, sodass jetzt dieses Regal hier unters Fenster passt. Und diese Szene gilt es jetzt zu beleuchten. Moment ist ja noch keine Lampe hier drin. Wenn ich hier jetzt die Default Lampe einbauen würde, also Shift A, Add Lamp Point und hier bei der Punktlampe auch Schatten einstellen würde, also das wäre jetzt hier so die Standardkonfiguration. Wenn ich das jetzt rendere, dann sieht das also sehr dürftig aus. Und um jetzt diese Szene ansprechend zu beleuchten, würde ich jetzt mal erstmal versuchen, mit der Hauptlichtquelle hier zu beginnen, und das wäre in dem Fall, weil die Fenster hier offen sind, wäre das die Sonne. Deswegen lösche ich jetzt mal diese Lampe und fange mit einer Sonne an. Und diese Sonne, die kann ich natürlich irgendwo in meiner Szene einfügen, das ist völlig egal, denn bei der Sonne kommt es ja nur auf die Richtung an, aber trotzdem versuche ich immer die Sonne so zu positionieren, dass es irgendwie Sinn macht, dass es nachvollziehbar ist. Also das wäre in dem Fall hier drüben, denn die Sonne soll von hier aus in die Fenster reinscheinen. Also Shift A, Add Lamp und dann Sun. Der Vorteil von dieser Methode ist, dass die Lampe dann automatisch auch entsprechend benannt wird. Man kann natürlich jede Lampe einfach duplizieren und dann in der Art verändern hier. Aber der Nachteil dabei ist eben, dass dann der Name nicht passt. Also wenn man die Lampe von hier über dieses Menü erzeugt, dann wird die Lampe automatisch auch entsprechend benannt. Natürlich kann man sie trotzdem jederzeit nochmal in einen anderen Lampentyp ändern. Also jetzt haben wir hier die Sonne. Und die Sonne, die ist jetzt im Moment so, dass High Noon ist. Ich hätte aber lieber gerne eine Nachmittagsszene, so dass die Sonne hier jetzt schön in das Fenster reinscheint. Deswegen rotiere ich die jetzt. Und da ich meine Kamera hier drüben in der Ecke positioniert hatte, also hier, möchte ich, dass die Sonne jetzt hier so schräg, von schräg rechts oben in das Zimmer reinscheint. Und jetzt schaue ich mir mal an, wie das aussieht. Also F12, um das zu rendern. Wir sehen, es fehlen die Schatten. Aber die Richtung von dem Licht, die stimmt schon. Also jetzt, nachdem ich die Sonne ausgewählt habe, kann ich hier unten jetzt, ich mache hier mal etwas mehr Platz, kann ich jetzt also hier bei Shadow das Umschalten von No Shadow auf Ray Shadow und rendere das jetzt. Es ist also jetzt sehr schön, wie das Licht hier ins Zimmer reinfällt. Allerdings, was mich noch stört, ist, dass die Schatten hier sehr scharf sind. Und wir wissen, scharfe Schatten kann man schnell beheben, indem man hier die Samples erhöht. Und zwar auf 6 als Vorschau, obwohl es jetzt wirklich sehr körnig ist, vielleicht wäre es besser, die direkt auf 9 zu erhöhen. Rendert zwar etwas länger, sieht aber besser aus. So, also jetzt haben wir hier ein sehr schönes Bild, wo hier die Sonne reinfällt. Was man noch ändern könnte, ist, dass hier im Moment der Himmel noch so grau ist. Und das können wir entweder einstellen, indem wir in der World die World-Farbe ändern oder indem wir bei der Sonne das Häkchen setzen bei Sky and Atmosphere. Und das sieht schon etwas schöner aus. Da jetzt hier Nachmittag ist, wäre das Sonnenlicht, wenn das jetzt hier ins Zimmer fällt, auch nicht so weiß, sondern es wäre ein viel wärmeres Licht. Und um jetzt hier dieses wärmere Licht zu erzeugen, klicke ich jetzt hier rein und erzeuge eine. Relativ rötlich-gelbe Sonnenfarbe und rendere das jetzt mal. Und das sieht schon viel besser aus. Es fehlt hier allerdings ganz deutlich irgendeine Form von indirektem, diffusem Licht. Also ein Raum wäre niemals so schwarz, wenn die Sonne hier reinscheint. Das heißt, wir hätten also einmal dieses diffuse Umgebungslicht, was von außen von hier durch die Fenster reinscheint. Also nicht nur das direkte Sonnenlicht, was diese Schatten wirft, sondern auch ein diffuses Licht, was hier von allen Seiten kommt. Und dann hätten wir auch natürlich die Abstrahlung von den Sonnenstrahlen. Das heißt, also hier müsste es auch heller werden. Und mit einer Lampe reicht uns das natürlich nicht aus. So, was man jetzt machen kann, wäre jetzt genau wie vorhin das Environment Lighting einzuschalten. Aber wenn man das tut, dann sieht das Ganze auch noch nicht realistisch aus. Es ist natürlich heller, aber zum einen ist es total körnig. Und zum anderen wäre es also wahrscheinlich eher so, dass es hier heller wäre denn das diffuse Umgebungslicht würde natürlich vor allem durch die Fenster hereinscheinen und im Moment haben wir hier drüben keine Fenster, deswegen wäre es hier wahrscheinlich etwas dunkler. So, ich will jetzt erstmal versuchen, diese Körnigkeit rauszukriegen. Und diese Körnigkeit, liegt zum Teil daran, dass hier die Attenuation immer noch bei 10 liegt. Also wir haben hier eine Entfernungseinstellung von 10 Blendereinheiten. Das heißt, dadurch, dass diese Flächen, also hier die Decke und der Fußboden nur knapp über drei Blendeinheiten voneinander entfernt sind, beeinflussen die sich gegenseitig. Und wenn ich jetzt die Distanz mal runterstelle auf eine Blendeeinheit und das nochmal rendere, dann sieht das Ganze schon ganz anders aus. Jetzt ist es zwar viel zu hell, aber dieser Schatten geht jetzt eben auch nur hier bis in die Ecken. Mir ist das immer noch ein bisschen zu viel, deswegen versuche ich das mal mit einem halben Meter. Und ich denke, das ist schon etwas besser. Als nächstes würde ich versuchen, genau wie vorhin, die Geschwindigkeit zu erhöhen mit Adaptive QMC, vielleicht gleichzeitig auch die Samples zu erhöhen, damit die Qualität besser wird. Also jetzt mit 9 Samples und in puncto Körnigkeit, denke ich, ist das jetzt akzeptabel. Weil mir das jetzt noch viel zu hell ist, würde ich mal versuchen, was passiert, wenn ich die Energie auf 0,1 setze und jawohl, das ist schon etwas besser. Aber trotzdem fehlt mir jetzt hier dieser Effekt davon, dass die Hauptlichtquelle hier drüben sitzt, also dass hier das diffuse Licht durch die Fenster reinfällt. Und dieses diffuse Licht, das kann man auch erzeugen, indem man das Area Light verwendet. Also jetzt fange ich mal an, verschiedene Lampen zu kombinieren. Also einmal das Sonnenlicht und dann aber auch ein diffuses Area Light. Und dieses Area Light, das möchte ich genau in die Fenster reinsetzen. Und wie Sie ja wissen, entstehen neue Objekte immer am 3D-Cursor. Deswegen kann ich jetzt natürlich versuchen, diesen 3D-Cursor hier irgendwie so zu positionieren, indem ich aus verschiedenen Perspektiven diesen Cursor hier setze. Oder auch indem ich die Quad View verwende. Das geht auch. Aber an dieser Stelle möchte ich Ihnen noch einen Trick zeigen, wie Sie den Cursor exakt positionieren können. Und das können Sie tun, wenn Sie eine Auswahl haben zum Beispiel, indem ich hier mit alt rechter Maustaste diesen Loop auswähle, der hier um den Fensterrahmen rumgeht, beziehungsweise diesen Fensterrahmen überhaupt bildet. Und kann jetzt den 3D-Cursor genau hierhin snappen lassen, nennt man das. Also ich möchte, dass der 3D-Cursor genau hier an das Zentrum von der ausgewählten Geometrie springt. Und das kann man tun mit dem Snap-Menü. Aber wenn man nicht weiß, wie das geht, man kann ja auch immer suchen. Also ich drücke jetzt mal die Leertaste und tippe wieder Cursor, und jetzt gibt es hier Snap Cursor to Grid. Nein. Aber Snap Cursor to Selected. Und tada, genau das passiert. Der Cursor sitzt jetzt hier. Das heißt, an dieser Stelle kann ich jetzt, natürlich erst nachdem ich aus dem Edit-Modus wieder rausgegangen bin, kann ich jetzt im Object-Mode mit Shift A eine neue Lampe erzeugen, nämlich ein Area Light. Ich kann dieses jetzt noch schnell rotieren, also R, Y, 90, aber in die andere Richtung. Deswegen jetzt noch Minus. Enter. Und damit sitzt jetzt dieses Area Light hier. Dieses Snap Menü, das kann man natürlich auch aufrufen mit einem Shortcut. Und dieser Shortcut lautet Shift S. Und das öffnet dieses Menü. Und jetzt gibt es sechs verschiedene Varianten. Einmal kann man die Auswahl, die gerade aktiv ist, zu dem Grid, also zu dem Grundraster schnappen lassen. Dann kann man die Auswahl zum Cursor snappen lassen. Man kann aber auch, und das ist das, was wir gerade gemacht hatten, den Cursor an die Auswahl snappen lassen. Dann gibt es noch Cursor to Center, also an den Ursprungspunkt, also an den Nullpunkt. Dann Cursor to Grid und Cursor to Active. Und dieses Snap Menü, Shift S, das können wir uns natürlich gleich noch zunutze machen, wenn wir die weiteren Lampen exakt positionieren. Aber vorher möchte ich erstmal das Area Light einstellen. Also wenn ich das jetzt so rendere, so wie es ist, wird das grausam aussehen, denn äh, wie Sie schon gesehen haben im letzten Kapitel, ist das Area Light in der Standardeinstellung fast nicht benutzbar. Da fragt man sich dann auch, warum ist diese Anstellung so? Aber gut, äh, nun ist es so und wir müssen damit leben. Also Area Light ist ausgewählt. Jetzt gehe ich hier zu meinen Lampeneinstellungen und als allererstes wird die Distance mal auf 1 gesetzt. So, denn dadurch, dass es hier ein diffuses Licht ist, reicht es mir wenn dieses diffuse Licht ein klein wenig in das Zimmer reinscheint und dadurch, dass die Distanzanstellung hier so funktioniert, dass es bei einer Blendeeinheit erst die Hälfte der Energie hat, wird also der Rest von dieser Energie, die nach einer Blendeeinheit noch kommt, immer noch diesen Raum aufhellen. So, schauen wir mal, also F12. Und das ist schon sehr viel besser. Und hier sieht man sehr schön, wie es hier viel heller ist als da drüben. Und noch ist mir dieses Area Light zu klein, denn das Fenster ist ja sehr viel größer. Deswegen könnte ich jetzt mit S das Area Light skalieren. Das wird aber nicht den gewünschten Effekt haben. Denn viel besser wäre es für das Area Light, wenn man die Shape einstellt. Also wenn ich hier die Size erhöhe. Und jetzt bin ich hier bei 1,5 Einheiten Und das füllt auch die Höhe von dem Fenster aus. Aber das Fenster ist noch etwas breiter. Deswegen würde ich, um das jetzt noch zu lösen, die Shape von Square, also von Viereck, auf Rectangle, also auf Rechteck stellen und kann hier jetzt noch bei der Y-Size die so einstellen, dass es also genau so groß ist wie dieses Fenster. Ich rendere das jetzt nochmal. Und Sie sehen, also hier wird das also etwas besser aufgehellt. Allerdings ist mir jetzt wiederum das Environment Light zu hell, denn ich möchte, dass die Grundhelligkeit hier wirklich von diesem diffusen Licht aus den Fenstern kommt. Deswegen stelle ich jetzt erstmal das Environment Light wieder aus und schaue, wie das aussieht. Und Sie sehen jetzt hier also, wie weit dieses Area Light in den Raum reinscheint, und zwar ohne, dass ich hier ein Environment Lighting aktiviert hätte. Was hier noch so ein bisschen unnatürlich jetzt aussieht, ist, dass dieses Area Light keine Schatten wirft. Also, gehen wir wieder zurück zum Area Light und aktivieren Ray Shadow und natürlich brauchen wir hier auch ein paar Samples und dadurch, dass wir hier unten Rectangle eingeschaltet haben, können wir jetzt die Samples sowohl für die Breite als auch für die Höhe einstellen und da verwende ich jetzt erstmal wieder 6. Und wunderbar, jetzt kriegen wir hier diese schönen weichen Schatten. Allerdings, dieser Schatten hier ist jetzt wieder komplett schwarz, also das wäre jetzt etwas unrealistisch. Also man könnte jetzt versuchen, wiederum Environment Lighting einzuschalten, aber eben sehr viel dunkler. Also ich fange jetzt mal an mit 0,1, rendere das, und jawohl, das ist jetzt nicht mehr so ganz so schwarz. Vielleicht noch etwas heller sein. Also nochmal. Und Sie sehen schon, also gerade bei der Beleuchtung von Innenräumen tastet man sich hier so Schritt für Schritt an das gewünschte Ergebnis heran. Um jetzt diesen Effekt von diesem blauen Umgebungslicht zu erzielen, möchte ich jetzt auch die Farbe einstellen von diesem Area Light. Denn dieses diffuse Licht, was von draußen reinkommt, das ist viel kälter als dieses nachmittägliche Sonnenlicht. Das heißt, hier möchte ich also die Farbe erstmal etwas ins bläuliche bewegen. Um jetzt hier einen höheren Farbkontrast zu haben. So, das wird schon besser. Jetzt könnte man vielleicht die Sonne noch gelber machen. Bewegt die mal etwas hier hin. Nicht weil es einen Effekt hätte, sondern einfach, weil man sie jetzt hier besser auswählen kann von hier drüben. Also noch wärmer. Wunderbar. Vielleicht etwas übertrieben, aber der Effekt ist jetzt sehr viel deutlicher. Also eine schöne Nachmittagssonne. Dann noch eine Bemerkung zu diesem Area Light. Wenn dieses Area Light noch weiter in das Zimmer reinscheinen soll, dann können Sie hier diesen Gamma-Wert runterstellen. Und dieser Gamma-Wert, das ist also vergleichbar mit diesem Fall-Off. Wenn ich diesen Gamma-Wert mal auf 0,1 stelle, was viel zu niedrig ist, dann sehen Sie schon an der Vorschau, dass jetzt hier alles hell ist. Jetzt haben wir hier kaum noch Fall-Off, also jetzt reicht dieses Area Light bis ganz in das Zimmer hinein, sodass man hiermit also steuern kann. Wie stark ist dieser Falloff? Also, wie viel dunkler wird dieses Licht hier bei einer Blendeeinheit? Und auch hier kann man sich jetzt wieder langsam rantasten und den gewünschten Effekt ausprobieren. Ist mir jetzt ein bisschen zu weit, deswegen stelle ich jetzt mal diesen Gamma-Wert auf 0,75, damit ich nah am Fenster eine relativ starke Helligkeit habe und das Area Light aber trotzdem noch relativ weit in den Raum reinreicht, obwohl es hier in diesen Bereichen dann schon dunkler wird. Also nochmal rendern. Und genau, das ist das, was ich wollte. Wunderbar. Jetzt als nächsten Punkt geht es mir um die Kontaktschatten. Wenn ich mir das mal anschaue hier unten, diese Ecke, dann sieht das zwar schon ganz nett aus durch diese weichen Schatten, könnte aber noch deutlicher auf dem Boden aufsitzen. Und dadurch, dass wir jetzt hier dieses sehr, sehr dunkle Environment Light haben, kommt dieser Ambient Occlusion, also dieser Kontaktschatten-Effekt kaum zum Tragen und wenn ich jetzt Ambient Occlusion nochmal einstelle, dann ist dieser Effekt von dem Kontaktschatten hier sehr viel deutlicher. Also ich will das nochmal ausprobieren, also ich habe das jetzt in Slot 1 gerendert, jetzt wechsle ich mal zu Slot 2. Und rendere das ohne Ampion Occlusion. Und Sie sehen schon, dass hier jetzt dieser leichte Kontaktschatten fehlt. Und diesen Kontaktschatten, den braucht man eben immer, um diesen Effekt der diffusen Beleuchtung zu erzielen. beziehungsweise diesen Effekt davon, dass die diffuse Beleuchtung in Stellen, wo Objekte nah beieinander sind, halt etwas dunkler ist. Und dass wenn ich das jetzt hier vergleiche. Dann gefällt mir das also viel besser, da hier dieser Kontaktschatten stärker ist. Es gibt nur einen Shortcut, um zwischen diesen beiden Slots zu wechseln, nämlich J und Alt-J, um wieder zurückzugehen. Man hat ja hier zehn verschiedene Render-Slots, so dass wir jetzt das nächste Bild auch mal in Slot 3 rendern könnten, um dann die verschiedenen Varianten auszuprobieren. Also immer der Slot, der hier aktiviert ist, in den rendert man dann rein, wenn ich jetzt F12 drücken würde. Also ich schalte jetzt Ambient Occlusion mal wieder an und will jetzt noch die Fenster komplettieren, also hier müsste ja theoretisch auch noch Licht reinscheinen. Deswegen will ich jetzt dieses Area Light duplizieren mit Shift D, erstmal hier rüber bewegen und um dieses Licht jetzt genau wieder in dieses Fenster zu kriegen, benutze ich jetzt das Snap Menü, also gehe erstmal wieder in den Edit Modus, wähle das aus mit Alt rechter Maustaste, drücke jetzt Shift S für das Snap Menü und wähle jetzt aus Cursor to Selected. Also der 3D-Cursor ist jetzt hier. Jetzt gehe ich aus dem Edit-Modus wieder raus, wähle dieses Area Light aus und drücke jetzt nochmal Shift S und wähle jetzt aber den zweiten Menüpunkt aus. So, jetzt brauche ich das nur noch zu rotieren und dann auch etwas schmaler zu machen. Also hier in den Lampeneinstellungen Rectangle etwas kleiner machen, nämlich so. Und ein drittes Airlight will ich noch haben, hier drüben. Also wähle ich das noch aus. Shift S. Und da wir wissen, dass man die Menüpunkte auch auswählen kann, indem man einfach die Nummer eingibt, an welcher Stelle sich diese Menüpunkte befinden, kann ich jetzt auch sagen, 3, um Cursor to Selected auszuwählen. Und zusammengezogen wäre der Shortcut dann Shift S3. Damit sitzt der Cursor jetzt hier. Gehe wieder aus dem Edit-Modus raus, dupliziere dieses Area Light. Ich nehme mal das hier, wähle jetzt dieses Area Light von hier drüben aus, dupliziere das einfach, Shift D, setze das irgendwo ab und drücke jetzt Shift S2 für Selected to Cursor. Und brauche das jetzt nur noch zu rotieren, damit es hier dieser Ausrichtung entspricht. Also RZ. Bis hier auch dieser Vektor von dem Area Light hier in das Zimmer reinscheint. Also so. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn ich das rendere. Wahrscheinlich wird das jetzt ein bisschen zu hell sein, da wir jetzt ja drei Area Lights haben, nicht nur eins. Also mal schauen. Jawohl, das ist mir etwas zu hell. Ja, aber kein Problem. Machen wir einfach bei diesen beiden Lichtern an der Seite die Energy auf 0,5. Rendern nochmal. Und das ist schon etwas besser. So, und um jetzt noch mehr Abwechslung da reinzubringen, jetzt könnte man sich auch überlegen, vielleicht stehen hier draußen Bäume oder andere Gebäude, die dann dieses diffuse Licht hier etwas einfärben. Deswegen könnte man jetzt auch versuchen, ob man hier mit unterschiedlichen Farbtemperaturen spielt. Also wenn zum Beispiel die Sonne aus dieser Richtung kommt, also von hier drüben, dann wäre wahrscheinlich das diffuse Licht, was vom Himmel erzeugt wird, auch nicht so blau, sondern auch etwas wärmer. Deswegen setze ich hier auch mal die Farbtemperatur auf ein klein wenig mehr in dieser warmen Richtung. Und dann wäre das hier also blau, vielleicht sogar etwas weniger. Gucken. Und das Licht hier drüben wäre dann sehr viel kälter. Also das setze ich jetzt mal noch blauer. Mal schauen, was passiert. Und das hat natürlich jetzt eine viel höhere Farbdynamik als vorher, einfach dadurch, dass man jetzt hier diese verschiedenen Farben hat von diesem Umgebungslicht. Wenn man das mal vergleicht mit dem Render von vorher, dann ist das jetzt also schon viel schöner und vielfältiger. Jetzt könnte man natürlich noch diesen Innenraum mit äh, Glühbirnen, mit Lichterketten und so weiter ausstatten. Ähm, das machen wir vielleicht später auch noch, je nachdem wie die Zeit ist, aber für diese Lektion war das jetzt schon genug. Sie haben jetzt also gelernt, wie Sie da an so eine Szene herangehen können und so Schritt für Schritt sich an eine Beleuchtung herantasten.